Servus Leute, ich grüße euch aus dem Berchtesgadener Land und heute nehme ich euch mit auf eine der spektakulärsten Gratwanderungen, die man in Deutschland machen kann. Und zwar geht es über den Watzmanngrat. Ich freue mich, dass ihr mich auf der Tour begleitet und ich wünsche euch viel Spaß mit diesem Video. Die komplette Watzmann-Überschreitung bis zurück zum Parkplatz an der Wimbachtalbrücke hat über 23 Kilometer Weglänge und 2500 Höhenmeter. Diese Unternehmung ist also nicht zu unterschätzen. Man sollte entsprechend früh starten und zügig bis zum Hocheck, dem ersten Gipfel des Watzmanns, kommen. Auf dem Weg dorthin liegt das Watzmannhaus, wo man eine Rast machen kann. Das war allerdings jetzt komplett im Nebel, deswegen habe ich dort keine Aufnahmen gemacht. Bis zum Watzmannhaus sind 4 Stunden angegeben, aber ich sage mal, wenn man an einem Tag die gesamte Überschreitung machen möchte, dann sollte man deutlich schneller dort ankommen. Das Wetter ist heute fantastisch. Und als ich an der Watzmannhütte war, Watzmannhaus, da habe ich fast überlegt, ob es Sinn macht, weiterzugehen, weil dort alles so komplett im Nebel war. Aber ein paar hundert Höhenmeter weiter oben, da sieht die Welt schon wieder ganz anders aus. Ihr seid bei der Tour die meiste Zeit über 2000 Meter. Viele Stunden über 2500 Meter. Das heißt, die Akklimatisierung spielt durchaus auch eine Rolle. Ich hatte jetzt leider keine, bin direkt angereist und habe die Tour gemacht oder mache sie gerade. Und zwar einfach, weil es wettertechnisch sich nicht anders machen lässt. Das heißt, da merke ich schon, dass ich relativ langsam bin. Das Hocheck ist jetzt in Sichtweite, noch vielleicht 50, 60 Höhenmeter, dann ist das erste Etappenziel erreicht. Die reguläre Gehzeit wird mit 7 Stunden angegeben. 4 bis Watzmannhaus und von dort 3 bis Hocheck. Für die Überschreitung an einem Tag sollte man das schon eine Ecke schneller dann schaffen. Sonst wird man zeitlich, denke ich, nicht hinkommen. Der Rekord für diese komplette Überschreitung, also vom Parkplatz hoch zum Hocheck über den Grat, hinten runter in das Tal und durch das Tal zurück bis wieder zur Wimbachtalbrücke liegt. Ihr dürft jetzt gerne mal raten, bei was der Rekord liegt. Er liegt bei 2 Stunden und 47 Minuten. Ein Profisportler, hier, ich glaube, auch aus Ramsau, Anton Falzer oder so ähnlich heißt er, der hat diese Tour deutlich unter 3 Stunden geschafft, komplett. Das ist für mich also
absolut unvorstellbar. Und da seht ihr, wie wir dem Hocheck näher kommen. So, jetzt sind wir auf dem Grat. Der ist nicht durchgehend versichert, im Gegenteil. Hier sind sehr lange Passagen unversichert. Zum Teil ist es auch Gehgelände, wie jetzt hier. Aber es gibt auch Stellen, wo man bis zum zweiten Schwierigkeitsgrad frei klettern muss. Und dementsprechend ist dieser Grat nicht geeignet für Leute, die nur komplett versicherte Klettersteige bisher gemacht haben. Hier gibt es sehr viele Stellen, wo ein Abrutschen absolut gefährlich ist und wo man wissen muss, wie man sich auch am Fels mal gut festhält. Die Mittelspitze habe ich erreicht. Hier hat man ungefähr ein Viertel von der Gratwanderung jetzt geschafft. Ist das ein Panorama heute? Eine Gratwanderung über den Wolken, das habe ich mir gewünscht und ich habe nicht zu träumen gewagt, dass es sich heute so erfüllt. Ein Tipp, den ich euch geben würde, ist, übt auch abzuklettern, Klettersteige und auch leichtes Klettergelände. Denn oft geht man ja immer nur hoch die Klettersteige und nimmt den Wanderweg runter und meistens ist es ja auch gar nicht erlaubt, einen ambitionierten Klettersteig runter zu klettern. Aber das Problem ist, wenn man natürlich immer nur hochklettert und nie runter und dann hier auf dem Grat, da muss man auch runterklettern. Und diese Runterkletterstellen, die haben es hier und da auch wirklich in sich, muss ich sagen. Die schwierigeren Abstiegspassagen, die kann ich leider nicht filmen im Moment. Das liegt in der Natur der Sache. Wenn ich hier einen Selfie-Stick filme, dann habe ich natürlich nicht beide Hände frei. Später mache ich noch was mit Helmkamera. Ich habe den Helm jetzt noch nicht aufgesetzt, weil ich sind hier heute echt nicht viele Leute unterwegs. Leute, die über mir klettern, gibt es hier im Moment nicht. Deswegen ist die Steinschlaggefahr gering. All die Höhenluft macht nicht zu schaffen. Bei jedem kleinen Anstieg geht mir relativ schnell. Ich puste aus. Das wäre eine gute Vorbereitungstour, wenn ihr euch nicht sicher seid, wie ihr diesen Watzmann-Grat schafft. Dann empfehle ich, macht den Mittenwalder Höhenweg im Karwendel. Aber bitte dann komplett Aufstieg ohne Seilbahn. Und hinten natürlich Abstieg, da gibt es auch keine Seilbahn. Und zurück durchs Tal, wenn ihr den die ganze Runde mit dem Mittenwalder Höhenweg komplett schafft, ohne dass ihr am Ende total kaputt seid, dann könnt ihr euch hier an den Watzmanngrat wagen. Der ist also meiner Meinung nach technisch und konditionell 30-40% schwieriger. Meine subjektive Wahrnehmung. Und übt Kraxeln auch bergab, runter kraxeln,
leichte Stellen abklettern. Das wird euch hier helfen, wenn ihr das schon mal praktiziert habt. Die Südspitze ist erreicht und die komplette Tour über den Wolken, herrlich. Den Weg runter, da filme ich jetzt noch ein bisschen mit Helmkamera und ich verabschiede mich aber jetzt hier an dieser Stelle schon von euch. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich hoffe, ich habe euch ein paar Tipps geben können, falls ihr die Tour auch mal geplant habt. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mir einen Daumen hoch oben gebt, wenn ihr meinen Kanal mit einem Kommentar unterstützt und natürlich auch, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Ich veröffentliche hier immer mal wieder ein Tourenvideo und ja, freue mich, wenn es sich ein paar Leute dann auch anschauen.